Wir sind ja beide Juristen, ja? Und das Wort Anwalt hat in unserem Kopf einen guten Klang. Ja. Ja? Wenn Sie einmal, gleichzeitig schreiben wir Geschichten. Ja. Ja? Und mir ist das sehr aufgefallen bei Ihren neuen Geschichten jetzt. Ja. Ja? Was ist eigentlich diese Verbindung? Ja? Was ist eine Tugend, ja, als Anwalt und was als Poet? Also zunächst glaube ich, dass sich das nicht sehr unterscheidet. Ja, also der Anwalt erzählt Geschichten und der Autor erzählt Geschichten. Und beide Geschichten, die sie erzählen, dienen einem Zweck. Und der Zweck ist ein bisschen unterschiedlich. Der Anwalt versucht, dem Richter seinen Mandanten näher zu bringen, weil wir wissen, dass der Richter oder dass wir alle einen Menschen weniger schnell verurteilen, wenn wir viel von ihm wissen. Umso mehr wir von ihm wissen, umso schwerer fällt uns das Verdammen eines Menschen. Und deswegen erzählt der Anwalt die Geschichte seines Mandanten, weil er es selbst nicht so gut kann. Er entschuldigt also gar nicht. Er entschuldigt gar nicht. Er argumentiert auch wenig, ja, wenn ich es gemerkt habe. Das ist auch nicht notwendig. Nein. Ja. Rechtskenntnisse hat der Richter von selbst. Genau, und ja. In der Schweiz ist es sogar so, dass, also in manchen Kantonen, ist mir mal passiert, sie schreiben über ein Rechtsproblem. Also sie schreiben den Sachverhalt und darunter schreiben sie über das Rechtsproblem, wie sich das auflösen soll. Und der Richter schneidet alles, was Rechtsproblem ist, ab und schickt es ihnen zurück. Es interessiert ihn überhaupt nicht. Ihn interessiert die Geschichte, weil urteilen kann er selbst. Es ist nicht Aufgabe des Anwaltes, auch noch das Urteil zu fällen. Und das ist schon sehr interessant. Das wird in manchen Kantonen immer noch gemacht, glaube ich. Und man kann ja selbst nie etwas über die Bedeutung seiner eigenen Sachen sagen. Aber wenn sie überhaupt eine Bedeutung haben, dann ist es tatsächlich die, dass ich in allen Texten, und also in den Kurzgeschichten ebenso wie in Essays oder sonst irgendetwas, immer versuche, die Würde des Menschen zu verteidigen. Und das macht man als Anwalt auch. Und vielleicht geht es auch, also zumindest mir geht es darum. Die Würde ist, vielleicht sind wir uns da auch sogar einig, vielleicht die größte Erfindung, die die Menschheit gemacht hat. Und genauso ausfüllungsbedürftig als Wort, ja. Ja, wie die Innenausstattung des westlichen Gedankenguts, genau, genau, bei der Kanzlerin. Ja. Denn es ist zum Beispiel die Besonderheit, das Recht, ja, etwas Besonderes, ja, zu haben, etwas Unwahrscheinliches, ja, wahrzunehmen. Ja, und eine Erfindung. Ja. Wissen Sie, das... Die Würde ist nicht wie ein Arm oder wie ein Bein, sondern wir erfinden sie zu dem Menschen hinzu. Wir addieren sie zu dem Menschen. Wir sagen, der Mensch ist untrennbar mit der Würde verbunden. Also es ist tatsächlich eine Erfindung der Aufklärung. Und das Schöne ist, dass die Würde tatsächlich den Hass und die Dummheit lösen kann. Ja, und sie macht uns... Sie macht uns in einem eigentlichen und hohen Sinne menschlich.
Und es ist egal, wie wir sie verteidigen. Ja, ein Narrativ. Und sie hat ein großes Narrativ. Da war einmal ein großer deutscher Philosoph. Ja. Ein ganz großer. Und der war in Historikerstreik Streit verwickelt und wurde von rechts hämischst angegriffen. Ja. Und dann kriegt er eine Nierenkolik. Ja? Es ging ihm an die Nieren. Ja. Ja. Und da kam er in ein Krankenhaus und konnte nicht erklären, wer er war. Und was will der alte Mann hier? Ja. Und sie haben ihn behandelt wie einen alten Mann, der nicht erklären kann, was sein Schmerz ist. Ja. Ja. Das hat mich sehr bewegt. Ja. Ja. Denn wenn man gewusst hätte, jetzt das Narrativ, das ist ein berühmter Professor, der hat etwa 60 Bücher schon geschrieben. Ja. Ja. Es gibt eine Gemeinde, die ihn verehrt. Ja. Ja. Dann wäre er im Besitz seiner Würde gewesen. Ja. Ja? Ja. So als Verunglückter nicht. Ja, ganz falsch natürlich. Ja. Also davon darf es nicht abhängen. Nein. Ja. Es darf nur davon abhängen, ob wir ein Mensch sind oder nicht. Und, und darum geht es auch in all diesen Geschichten. Ja. Es ist vollkommen egal, wem was wie passiert, solange wir uns sicher sein können, dass wir die Würde dieses Menschen aufrechterhalten und dass wir sie schützen und auf sie aufpassen. Und sie ist zerbrechlich, ja, und sie kann weggefegt werden, wie alle großen geschichtlichen Errungenschaften. Und sie ist jetzt beim Autor, ja, beim literarischen Autor so, dass wenn zum Beispiel eine Beobachtung hier beschrieben wird, in einem Satz, ja, das heißt, ihr kamen ihre Füße so vor, als seien sie älter als sie selbst. Mhm. Ja? Und einen Moment, nur weil sie sich nicht oft ansieht, weil die im Kerker der Schuhe nicht immer offensichtlich sind. Mhm. Und deswegen sind sie Fremder. Mhm. Ja? Sie sind gar nicht älter. Ja, natürlich nicht. Okay? Ja. Und, so. Und das wäre jetzt hier genau die Art, anwaltlich mit einer Beobachtung, mit einer Wirklichkeit umzugehen. Ja. Ja? Und je länger man das tut, je näher man ein Wort ansieht, desto menschlicher blickt es zurück. Und er hat einen Satz ganz gut begriffen, dass wir uns nämlich nicht vor den Dingen fürchten, sondern vor unserer Vorstellung von den Dingen. Ja? Und das ist eines der Grundsätze von Epiktet. Und dieser Satz, den finde ich besonders interessant, weil ein anderer Mann, den ich sehr bewundere, Montaigne, den immer falsch verstanden hat. Ja? Montaigne dachte immer, mit den Stoikern muss man sich auf den Tod vorbereiten. Und die Stoiker sagen aber das Gegenteil. Ja? Die sagen ja, lebe. Ja? Ja. Das ist wie Montaigne auch später. Du kannst den Tod ja gar nicht wissen. Du kannst ihn nicht wissen und der ist entgehen auch, tust du ihm auch nicht. Und er ist auch egal. Es ist irrelevant. Ja, genau. Er ist in der Gegenwart, wenn du lebst, nicht da, falls du dich an ihn denkst und ihn herbeiholst. Ja, genau. Ja? Also, wenn du lebst, ist der Tod nicht da und wenn du tot bist, spielt es keine Rolle mehr. Ja. Das ist Epiktet. Und Montaigne, aber Montaigne führt das weiter und sagt es mit einem Satz, der sehr klug ist. Unsere vornehmste Pflicht ist zu leben. Fertig. Genau darum geht es. Und es gibt übrigens, um noch einen Schritt weiter zu gehen, ein wunderbares Gedicht von Whitman in den Grashalmen. Und da redet er über das Leben, wie seltsam das Leben doch ist und wie alle so unwissend sind und wie schrecklich es ist und was ist denn eigentlich der Grund für dieses Leben? Und dann gibt er sich selbst die Antwort und die Antwort ist, lebe, damit das Leben weitergeht, damit du existierst für die Individualität und dann auch sehr schön, damit du deinen Vers beitragen kannst. Ja? Und das ist sehr klug, weil damit ist alles gesagt. Wir brauchen keine Erklärung für dieses Leben und Erklärungen sind auch bedeutungslos. Es geht tatsächlich darum, tatsächlich zu leben. Fertig. Ist ja ein Sklave, der Epiktet. Ja, ein verkrüppelter Sklave. Ja. Früher gab es die Geschichte, dass er ist ja zu einem Mann in Rom gekommen, der selbst ein entlassener Sklave war und dann Leibwächter und Berater von Nero war. Und es gab früher die Geschichte, die ich aber nicht glaube, dass
er ihm das Bein gebrochen hat und Epiktet das stoisch ertragen hätte. Das halte ich für totalen Blödsinn. Wahrscheinlich ist er mit einem verkrüppelten Bein bereits geboren worden und war dann Sklave bei diesem Mann. Und es war üblich, dass man sich gebildete Sklaven hielt, einen gebildeten Sklaven. Und deswegen konnte er bei einem Stoiker, der damals berühmt war, studieren. Und wurde zu Neros Tod auch als Sklave entlassen und lehrte dann selbst. Also man weiß nicht sehr viel über ihn. Es war so etwa 40 oder 50 nach Christus ist er geboren und 80 Jahre später gestorben. Und dann wurde er, als alle Philosophen aus Rom ausgewiesen wurden, floh er auch oder ging ins Exil auf eine griechische Insel und lehrte dort. Und seine Schule wurde ganz berühmt. Es war für die Römer üblich, dass man so ein... Bücher sind nicht erhalten, sondern nur Schüler und deren Enkel. Ja. Genau, ja. Und auch nur ein Schüler hat das aufgeschrieben. Das ist ein ganz kleines Buch, das ist hier ist schon sehr alt. Ein Enchiridion, ein Handbüchlein. Ein Handbüchlein der Moral. Und auch, also es hat 57 groß gedruckte Seiten, ja, und das ist alles. Ja, es gibt dann noch Gespräche, die er geführt haben, von demselben Schüler aufgeschrieben, die unvollständig erhalten sind, aber dieses Handbüchlein ist erhalten. Dann über 400 Jahre irgendwann mal verschwunden, ja, und tritt im 10. Jahrhundert wieder, also zur Zeit der Autonen, ja, wieder auf, ja, ja, und wird jetzt ganz wichtig, und es werden neue Dialoge erfunden, ja, ja, genau. Hadrian habe mit ihm gesprochen. Ja, ja. Er lehrt nur, er weigert sich, Sachen aufzuschreiben, sein Schüler schreibt es auf. Und 100 Jahre später, er, der Sklave, der verkrüppelte Sklave, der nichts besitzt, außer einer Lampe, einem Strohsack und einer Bank, ja, und auf dieser griechischen Insel lebt. 100 Jahre später, Marc Aurel, der mächtigste Mann seiner Zeit, ja, ein Verehrer von Epiktet. Ja. Und das ganze Buch von Marc Aurel, das ja eine viel größere Rezeption immer erfahren hat, die Selbstbetrachtungen beruhen darauf. Ja. Und Leibniz noch in Kenntnis dessen, ja, nicht, hätte es gerne mit dem mächtigsten, dem Kaiser in Wien, ja, ja, ähnlich gemacht. Ja. Er besucht ihn. Von wem nicht kommt, ja. Es, ja, geht alles vollkommen schief. Ja. Aber er wollte auch das Wissen, ja, und die Macht, ja, zusammenbringen, ja, wegen dieser Gespräche. Ja, genau. Hadrian und Epiktet, ja, ja, ja. Hadrian und ein Dreijähriger, ja, ja, da wird, ja, Epiktet von einem Dreijährigen, ja, gespielt, ja, und weil die Kinder ja weise sind. Ja, ja, genau. Ja. Und dann aber Marc Aurel und, ja, Epiktet, die gar nicht miteinander gesprochen haben können. Die können nicht miteinander, nein, gesprochen haben, nein, können. Aber sie Hadrian haben nachts, wohl aber schon, nachts, ja, ja, haben sie einander gedacht. Ja, und das, in, also die unterschiedliche Lebensweise von beiden, ja, also von, die ich beide sehr verehre, also ich verehre Marc Aurel und ihn, die sieht man auch darin, dass Epiktet viel klarer ist, ja, er ist wesentlich klarer, wesentlich konzentrierter, und oft hat man das Gefühl, er sucht gar nicht nach Weisheit, er hat sie und versucht sie nur zu vermitteln. Ja. Weisheit ist ein Ornament, würde er sagen. Ja, ja, genau. Aber es gibt einen Kern in mir, ja, ja, der, ich, wir und der würden ist, das der, Haltung nennen. Genau, ja, und der ist aber fest. Ja, ja, der ist ganz fest. Ja. Und den versuche ich zu vermitteln. Das, ja, war Epiktet. Ja. Und Marc Aurel nicht so. Marc, ja, Aurel schwankend. Ja. Ja, immer wieder sich daran, ja, erinnern. Und sehr viel, viel mehr als Epiktet über Macht nachdenkend. Ja, ja. Und der andere große Unterschied zwischen beiden ist, Marc Aurel ist dem Tod viel näher. Ja. Ja, er denkt dauernd über den Tod nach. Ja. Ja, er denkt dauernd über den Ruhm nach.
Ja, er muss sich selbst, und das merkt man in diesem Buch auch so an, muss sich selbst zusammenreißen und sagen, der Ruhm ist überhaupt nicht wichtig, es vergeht alles. Ja. Finde ich schon sehr schön. Ja. Und das ist nicht falsche Bescheidenheit oder Leugnung oder sozusagen sich künstlich... Nein, gar nicht. Also die Ataraxie, also die unerschütterliche Ruhe, ist tatsächlich ein innerer Brunnen. Ja. Da könnte man auch sagen, ein flüssiger Eisenkern. Ja. Das ist durchaus heiß. Und zwar, alles beruht... Ja. Die Ataraxie beruht auf einem Satz, ja, und anders als der unglaublich scharf denkende Aristoteles oder anders als die Fülle von Platon ist dieser Satz ganz einfach, ja, und er ist eine Übung, ja. Wie heißt der? Das ist auch noch der Unterschied. Wir haben bei den anderen großen Philosophen, auch aus dieser Aussagen. Zeit, Aussagen, Gedankengebäude, Welterklärungen, die unendlich komplex und unendlich klug sind. Und bei Epiktet alles ganz einfach. Aber anders als bei den anderen sind das Übungen. Übungen, die wir jeden Tag befolgen müssen. Das ist seine Idee. Der einfache Satz ist der erste in diesem Buch. Über das eine gebieten wir, über das andere nicht. Wir gebieten über unser Begreifen, unseren Antrieb zum Handeln, unser Begehren und Meiden und mit einem Wort über alles, was von uns ausgeht. Nicht gebieten wir über unseren Körper, unseren Besitz, unser Ansehen, unsere Machtstellung und mit einem Wort über alles, was nicht von uns ausgeht. Und daraus besteht alles. Das ganze Buch besteht aus diesem einen Satz, der in verschiedenen Variationen wiederholt wird. Und den wir zwar hören können und vielleicht auch begreifen können, aber der seine Qualität erst gewinnt, indem wir danach leben. Also, ein Beispiel. Sie veröffentlichen ein Buch, ja, oder Sie machen eine Ausstellung. Die Ausstellung wird von den Kritikern verrissen. Ja, sei eine sehr schlechte Ausstellung, nichts davon stimmt. Es geht Sie nichts an. Sie haben die Ausstellung gemacht, das ist das, was Sie tun können. Das, was der Kritiker sagt, ihr Ansehen in der Öffentlichkeit, Herr, das Geld... Herr, lass dir gefallen, dieses kleine Haus. Ja. Größere kann man bauen, mehr kommt nicht heraus. Ja, genau. Aber ich will mal das Beispiel verschärfen. Ja. Ich finde, die Nachrichten, die man von China hört, was sie auf der Münchner Sicherheitskonferenz erfahren können, sprechen alle dafür, dass im Jahr 2025 oder 2032 größere Krisen in der Welt möglich, sogar wahrscheinlich sind. Ja. Ja, Kausalketten rasen mit hoher Geschwindigkeit aufeinander zu und ich muss fürchten, dass es meinen Kindern dann nicht gut geht. Ja. Das kann ich jetzt beantworten, indem ich mit Furcht meine gegenwärtige Denkfähigkeit praktisch lähme. Ja. Ja? Ja. Ich kann aber auch anfangen zu arbeiten. Ja. Ja? Und ich weiß, 80.000 Lehrer hätten im Jahr 1929 Hitler verhindern können. Ja. Ja? Mit Erwachsenenbildung, mit Kursen. Ja. Nicht? Der hatte nur 4% Marktanteil, also Wählerschaft in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Ich müsste also nicht 1945 im Keller sitzen. Ja. Und da bin ich allerdings hilflos. Ja. Ja? Ja. Nicht? Also das heißt, ich muss Mut des Erkennens haben, aber jetzt ganz anders als Kant das bezeichnet. Ja. Ja? Nicht für Erkenntnis, sondern für die Gewinnung einer arbeitsreichen Haltung, einer aktiven Haltung. Ja, und Sie müssen sich bewusst werden, dass das ist die Idee, dass das, was Sie tun können, sollten Sie tun. Ja. Aber das, was passiert, ist sind Sie nicht Ihre der Herrscher Sache. Drüber. Ja. Und erst wenn Sie das ganz verinnerlicht haben, wenn Sie es ganz verstanden haben, jeden Tag, das Flugzeug kommt zu spät, ja, oder jetzt kann ich wütend sein, ich kann zu der Frau am Schalter gehen und kann sie beschimpfen, ja, die überhaupt nichts dafür kann, dass das Flugzeug nicht zu spät kommt. Ich kann mich über alles Mögliche dabei aufregen, aber es ist völlig wurscht, ja. Ich kann es nicht ändern. Das ist etwas, was von außen kommt. Und das, was ich ändern kann, ist meine Wut darüber. Dann kann ich sagen, naja, das ist halt so. Das von mir kommt. Genau. Ja? Ich bin souverän über mich. Das ist jetzt die andere Seite von Montesquieu. Das ist die andere Seite. Und es gibt Freiheit. Ja, schöne Idee. Und es gibt, dieses Buch ist auch sehr lustig. Ja? Ja. Also, weil er wunderbare Beispiele hat. Also beispielsweise beschreibt er, dass man sich alle Dinge, um diese Ruhe nicht zu verlieren,
weil man ja immer gefährdet ist, diese Ruhe zu verlieren, muss man sich alles vorstellen. Das heißt alles proheiresis. Ja. Ja, es ist in dem einen griechischen Wort enthalten. Ja. Ja. Und das ist ein Wort, das gewissermaßen die innere Geballtheit, das Rhizom in mir, würde man heute sagen können. Ja. Ja. Das ist wie bei Spinoza der Conatus. Ja. Ja. Das ist etwas in mir eingeboren. Genau. Deswegen auch unveräußerlich. Ja, genau. Ja. Ist nicht, genau. Ja. Und da kommen wir auch wieder zusammen. Ja. Ja. Also wir haben sozusagen dieses Streben nach Glück, das ein unveräußerliches Recht ist. Das heißt noch nicht, dass wir wissen, wie wir es tun sollen. Ja? Die meisten streben irgendwie nach Glück durch Anhäufung, was Epiktet ablehnen würde oder Marc Aurel ablehnen würde, Anhäufung von... Ich bin überhaupt kein Asket und ich finde das Asketensein auch nicht attraktiv. Und die meisten Asketen sind ja auch nicht sehr angenehme Leute. Aber zu kapieren, dass ich manche Dinge beeinflussen kann und andere nicht und zu lernen, wie man es unterscheidet, das ist schon sehr groß. Ja. Und jetzt geht es einen Schritt weiter. Ja? Ich kann etwas tun, es kommt aus mir. Ja. Ich kann mich jetzt verbünden mit anderen, bei denen der gleiche Wunsch aus ihnen kommt. Ja, ja. Wir wollen nicht einen ganzen Kontinent auf unserem Ball abhängen wie Afrika. Ja, ja. Jetzt kann ich mir überlegen, was ich tun kann. Ja. Ja, als Sechsjähriger wollte ich Tropenarzt werden. Ja. Ja, nicht? Ja. Wirklich? Wirklich, ja. Warum? Ich hätte Medizin studiert, normalerweise. Ja. Durch den Numerus Clausus 49 gehindert gewesen, das zu tun. Aber Sie wollten Tropenarzt werden? Tropenarzt werden, also nicht Arzt irgendwie. Mit diesem großen Mut. Mit dem Helm, ja. Aber das war, glaube ich, die Hauptsache. Ja, ja. Ich glaube auch. Mag sein, 6 Jahre, nicht 4 Jahre. Ja, ja. Ich habe auch aber ich hab so einen Helm gehabt. Schon da. Ja. Ich wusste, so, ich wusste ja. Wohin. Wohin? Deutschlands Afrika. Das ist sehr schön, ja. Also ich sage es ja nur mal, weil Glück ist die Erfüllung eines Kinderwunsches. Ja? Ja. Das heißt, wir haben jetzt sehr viele Möglichkeiten, Instrumente festzustellen, was glücklich machen kann. Ja, ja, wobei der Begriff gefällt mir nicht. Also der Begriff des Glücks gefällt mir nicht. Glück ist ein ganz kurzer Moment. Also vorübergehender, schneller Zustand. Ja. Ja. Das, was wir erreichen sollten, ist auch nicht Glück, sondern Zufriedenheit. Das ist etwas ganz anderes. Ja. Und die Zufriedenheit kommt nur daraus, dass wir unterscheiden können zwischen diesem Äußeren und dem Inneren. Ja. Also Epiktet sagt an einer anderen Stelle, wünsche dir nicht, dass etwas geschieht, sondern wünsche dir, dass das, was geschieht, genauso geschieht. Und das ist wahnsinnig schön. Ja? Also wenn wir uns zufrieden geben mit den Dingen, die passieren, die wir nicht auf die wir keinen Einfluss nehmen und gegen die wir uns nicht stellen können, werden wir zufrieden.